So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute hier gemeinsam mit Markets am Montag, den 18. Oktober 2021. Wir wollen uns wieder einen Blick auf die Märkte gönnen. Earnings Season Kickoff, möchte man das was nennen, was wir jetzt diese Woche zu erwarten haben. Wir werden gleich einen Blick werfen auf den Earnings Kalender. Es gibt einige große Namen, in Anführungsstrichen, die dort berichten. Nicht heute zwangsläufig beginnend, aber morgen. Dann nachbörslich ist es Netflix. Dann am Mittwoch nachbörslich wird Tesla Zahlen vorlegen. Auch einen riesen Lauf zu sehen bekommen. Der ein oder andere hat es ja vielleicht gesehen. In diesem Zusammenhang hier, dieser Bruch über die 800er Marke und diese unfassbar bullische Performance der Aktie in der jüngeren Vergangenheit. Wir werfen einen Blick auf die Entwicklung in Bitcoin. Wir haben jetzt noch keinen neuen Allzeithoch markiert, aber das ist Freitagabend noch eine ziemlich, wie soll man das mal plump, um hier fette News über den Ticker gelaufen, im Hinblick auf Square bzw. von Jack Dorsey an dieser Stelle. Und man sieht, dass dort eben Krypto bzw. auch Bitcoin ganz besonders weiterhin einen unglaublichen Einfluss dann auch in größeren etablierten Unternehmen eben zu beginnen einzunehmen scheint, eben an dieser Stelle, bzw. dann in diesem Hinblick eben bei Fintech-Unternehmen wie Squares eben ist an dieser Stelle. Ja, wir wollen einen Blick werfen auf den DAX. Der ist nicht ganz so spannend, ehrlich gesagt. Ich werde auch mal ganz kurz ein paar Gedanken formulieren hier rund um meinen Trade in Silber. Der ist gefilmt worden um 23:20 von letzter Woche Freitag. Der ein oder andere hat es ja hier vielleicht mitverfolgt. Wir werden einen Blick werfen auf Gold. Also wir haben auf jeden Fall doch diverse Events, die wir jetzt hier zum Wochenbeginn, zum Wochenstart eben tatsächlich covern wollen. Bevor wir offiziell beginnen, natürlich hier einmal der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die auf Margin gehandelt werden und wegen der Hebelwirkung einhergehen. Hier schnell Geld zu verlieren, sind nicht für jeden Anleger geeignet. Bedeutet, man mache sich mit seinem persönlichen Risikoprofil zunächst einmal vertraut und entscheide dann, ob der Handel mit diesem Produkt sich für einen eignet. Gerne eine Demo auf markets.com/de runterladen. Dort findet man auch alle weiteren Informationen über die gesamte Produktpalette von Markets, nicht nur Devisen, CFDs, sondern auch physische Aktien, ETFs, Risikohinweis und so weiter und so weiter. Gerne auch eine E-Mail schicken an die Elena, die euch dort gerne mit Rat und Tat zur Seite steht. Unterhalb des Videos könnt ihr gerne Kommentare lassen. Wir können gerne Fragen stellen zu Märkten, die wir auch in der näheren Zukunft noch beleuchten sollen. Schickt mir gerne eine E-Mail dann an dieser Stelle, alles Marktrelevante. Schickt mir gerne an dieser Stelle einen Post bei mir auf der Webseite jk-trading.com/forum. Habt ihr eine Trading-Chatbox. Ihr habt die Möglichkeit, mich bei Twitter, hatten wir jetzt noch nicht thematisiert, zu kontaktieren. Also diverse Möglichkeiten auf jeden Fall zusammenzufinden. Hier einmal die Markets X Handelsplattform und ich räume mal eben mal hier im Hintergrund wie gewohnt ein bisschen auf. Schau mal hier, ob alles gut gestreamt wird. Aber das sieht gut aus. Moment, hier gucke ich auch noch mal ganz kurz. Sehr schön, ja, wird alles übertragen. Also sollte sich das ändern, lasst mich das bitte gerne in der Chatbox eben wissen. Und wie gewohnt wollen wir mit dem DAX zunächst beginnen, aber dann zügig uns in Richtung eben der heißeren Märkte eben tatsächlich bewegen. Wahrscheinlich allen voran Tesla, auch wenn dort in diesem Zusammenhang eben Tesla eigentlich erst Mittwoch nachbörslich eben News gibt oder präsentiert, News, Quartalsbericht. Es ist dennoch so, dass man vielleicht vorab bereits entsprechend eben sich die Frage stellen sollte, ob dort nicht vielleicht ein Gameplan formuliert werden sollte. 750 könnte auf der Unterseite bei einem Flushout vielleicht ganz interessant werden. Aber wie gesagt, bevor wir darauf blicken, zunächst einmal der Blick auf den DAX. Der ist dahingehend interessant, weil er natürlich jüngst hier eine sehr, sehr scharfe Gegenbewegung fabriziert hat, nachdem er unter das 15.000er Level geflasht war. Das ist jetzt zwar schon fast zwei Wochen her, das war jetzt Mittwoch vor zwei Wochen, aber nichtsdestotrotz, wir haben dann eben hier eine deutliche Rückeroberung zu sehen bekommen, der 15.000er Marke Retest, die hat gehalten. Das war letzte Woche am Dienstag, da hatten wir nochmal einen kurzen Test der 15.000er Region und sind dann von dort eben unwiderstehlich auch getragen durch die entsprechenden Vorgaben seitens der US-Märkte auf der Oberseite eben gelaufen. Haben hier diesen wichtigen Widerstandsbereich um 15.300 Punkte eben erobern können. Sind allerdings jetzt nach oben schon, ich sag mal, verhältnismäßig heiß gelaufen vielleicht. Also ein kurzes, in Anführungsstrichen, Durchschnaufen scheint dort sinnvoll bzw. würde dort gesund anmuten. Das hieß also etwas anders formuliert, Rücksetzer, was wäre gesund, was wäre eine Region, gegen die man hier sich long positionieren könnte. 15.400, das wäre resultieren aus dieser steilen Aufwärtstrendlinie übrigens. Das mache ich ganz kurz hier ein. Also das heißt, diese, wenn wir etwas tiefere Korrektur zu sehen bekämen und da 15,4 rutschen würden, wäre denkbar, dass der Bereich um 15,3, also diese Ausbruchregion, nochmal angetestet wird. Ausgehend von den aktuellen Vorgaben, besonders die wir in den US-Märkten sehen, muss ich ehrlich gestehen,
Sehe ich nicht so wirklich diese tiefere Korrektur in Gefilde bis hier 15.300 Punkte, sondern sehe an dieser Stelle eher schon wieder ein erneutes Aufdringen in die 15.400er Region. Aber unabhängig davon, also was wir jetzt hier gerade zu sehen bekommen, sieht danach aus, als wenn eben an dieser Stelle Intraday sich dennoch eben die Shortseite derzeit auf jeden Fall anbietet. Ich hatte das heute früh schon bereits in meinem Tweet abgesetzt gehabt, hatte gesagt, sollten wir, also unterhalb des EMA 50 auf 5-Minuten-Basis, der Vorteil grundsätzlich erstmal Short. Und sollten wir jetzt unter die 15,5 rutschen, dann wäre das nächste Ziel anzuvisieren im Bereich um 15,5. Eventuell können wir uns schon bereits ein Stück weit höher stabilisieren, können dann deutlich die 15,4 halten, das bliebe abzuwarten. Aber das aktuelle Key-Level für die nächsten Minuten dürfte hier der Bereich um 15.500 Punkte sein. Ich will nochmal ganz kurz hier in dem Zusammenhang den Post von heute früh vielleicht zeigen. Oh, Moment, ich mach das mal. Ja, ich lass mal hier ganz kurz die Plattform auf. Einen Moment. So. Klick, klick, klick. So. Das ist einmal der Tweet von heute früh gewesen. Open Range zwischen 5,05 und 5,69. Intraday Vorteil unterhalb EMA. 5 Minuten zunächst Short. Retest übergeordneter Trendlinie auf H1 um 15,400. Realistische Option bei Break 15.500. Und genau das ist das, was wir jetzt gerade potenziell zu sehen bekommen. Also zunächst einmal, sagen wir mal, die Attacke auf diesen Bereich 15,5. Und jetzt schauen wir einfach, ob dieser Bereich gehalten werden kann. Also was konnte man durchaus aus der jüngst jetzt hier stattgefundenen Price Action ablesen? Ja, und nunmehr harren wir die Dinge, die da kommen. Wie gesagt, Break innerhalb der nächsten Minuten unter 15,5 würde dann erstmal diese Trendlinie hier aktivieren, Bereich 15,430 vielleicht. Also wie gesagt, Runde des Levels die 400, 430 vielleicht. Wenn wir dieses Level brechen sollten, dann wäre denkbar, dass wir Richtung 15,3 laufen. Alternatives Szenario wäre, und das würde dann auch für uns natürlich als kurzfristig agierende Trader, ich mache mal kurz Folgendes, einen Moment, ich zeichne das mal hier ein. Würde das natürlich entsprechende Rückschlüsse zulassen. Es könnte sein, dass wir die 15,5 brechen, auf die Trendlinie aufsetzen, kurzen Bounce sehen und dann hier überrollen und solch ein Szenario zu sehen bekommen in den kommenden Tagen. Das hieß allerdings dann für uns kurzfristig natürlich, dass wir bei solch einem Flush und Test dieser Trendlinie hier aggressiver mit unserem Stop werden sollten. Also so würde ich das auch ausgehend von der derzeitigen Performance, die wir einfach im Markt zu sehen bekommen, handhaben wollen aus trading-technischer Perspektive. Und dann würden wir einfach schauen, ob es dann zügig und auch nicht nur zügig den Rebit über 15,5 gibt, also das heißt die Rückeroberung, sondern ob wir dann auch die 15,5 halten können. Wenn wir die halten können, ja, dann wäre dann gleich in einem Zug dieser Lauf hier denkbar. Sollten wir das nicht schaffen, sollten wir zum Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht tatsächlich dieses klassische Buy the Rumor, Sell the News Events zu sehen bekommen. Wie gesagt, Netflix mit Earnings morgen nachbörslich beispielsweise in kommenden Tagen. Tesla vielleicht dann die gewünschte, möchte man fast schon sagen, ausgehend von dem doch sehr, sehr starken Wachstumsausblick, den diese Marke immer noch hat. Irgendwie ein Abziehen von Kapital, kurzfristige Korrekturbegünstigung, kurzfristiger Risiko, Aversionsmodus, der einsetzt, wie auch immer, sollte das eben dann hier dazu führen, dass wir zwar die 15,5 kurz zwar zurückerobern können, aber dann wieder unter dieses Niveau rutschen und dann diese Trendlinie brechen. Wie gesagt, dann ist dieses zweite Szenario hier mit dem Bruch tiefer und dann diesem Test dieser etwas längeren Trendlinie eben denkbar. Ja, oder größer, übergeordneteren, längerfristigen Trendlinie eben denkbar. Alles in allem bleibt es aber dabei, dass wir im DAX bullische Vorgaben haben und das gilt so lange, wir oberhalb hier dieses gestrichelten Bereiches, dieser Ausbruchregion von letzter Woche handeln, rund gesprochen 15.300. Also das ist, man könnte sagen, die übergeordnete Inflection. Solange wir oberhalb handeln, sind die Vorgaben long. Wenn wir drunter rutschen würden, was eher unwahrscheinlich anmutet im aktuellen Umfeld, dann würde eben in diesem Zusammenhang hier nochmal ein Lauf Richtung 15.000, vielleicht sogar tiefer denkbar. Aber das ist derzeit das eher unwahrscheinliche Szenario. Und dieses bullische Szenario hier für den DAX, das wird auch weiter gezeichnet eigentlich, wenn man sich zeitgleich auch den S&P anschaut. Den habe ich hier. Da ist es so, dass wir, fasse ich mal ganz kurz hier vielleicht den Chart an. Ich nehme mal hier diese Trendlinien raus. So. Da ist es so, dass wir jetzt in den Schlüsselbereich vorgestoßen sind. Das ist so die Region 4470. Also nachdem wir hier diesen Bereich haben zurückerobern können, erinnert euch dran, das war in der letzten Woche ja ein Thema. Eigentlich schon die, das ist nicht nur in der letzten Woche, eigentlich schon die letzten Wochen. War es eher so, also seit Anfang Oktober mindestens. Da lag die 4370er-Region im Mittelpunkt des Geschehens. Die haben wir sehr deutlich zurückerobern können. Das war letzte Woche dann am, das muss ich kurz rechnen, Mittwoch.
Genau, da kam es zu diesem sehr, sehr starken Bullrun hier, zu der deutlichen Rückeroberung der 4400er-Marke, halten oberhalb. Jetzt sind wir natürlich verhältnismäßig stark überdehnt auf der Oberseite, aber wir haben ein klares Level, dessen Bruch wir jetzt sehen wollen, um weitere bullische Vorgaben zu erwarten. Und selbst wenn es jetzt zu einem kurzen Pull-in kommt, also das heißt, wir rollen hier über und wir retesten nochmal den Bereich im S&P dann um 4420, 4430, können den Bereich aber halten und also folglich deutlich oberhalb von 4400 Punkten stabilisieren, dann ist zeitnah eben eine Attacke hier auf die 4470 bzw. 4500er Region und folglich dann. Aber wir unten auf Daily Basis können wir es relativ deutlich auch erkennen. Dürfen wir erwarten, dass dann eine Attacke auf die Allzeithochs eben stattfindet. Und ja, infolgedessen dann eben hier auch folglich die Vorgaben für den DAX weiter bullisch sind und dann eben hier eine Rückeroberung oder eine Markierung neuer Allzeithochs einhergehen dürfte, dann mit auch einer zeitnahen Attacke, die wir im DAX erwarten dürfen auf die 16.000 Region. Ja, das wäre es soweit tatsächlich für den S&P gewesen. Ich will ganz kurz Folgendes machen, oder nicht ganz kurz Folgendes machen, sondern ich möchte heute ganz bewusst mal hier auf ein paar Einzeltitel eingehen. Neben Tesla, übrigens bockstarke Performance, auch jetzt hier letzten Freitag wieder, besonders da, Konsolidierung, die wir gesehen haben, also war ein mega, mega, mega starker Wochenschluss, den Tesla hingelegt hat. Aber wir laufen so ein bisschen in Anführungsstrichen ahead of ourselves gefühlt. Also ahead of ourselves laufen heißt, wir preisen jetzt doch sehr, sehr viel Optimismus in Bezug auf die anstehenden Earnings ein. Und das bedeutet, etwas anders formuliert, dass da früher oder später dann doch vielleicht eine Korrekturbewegung erwartet werden sollte, die allerdings nichtsdestotrotz vielleicht dankbar wäre. Und für längerfristige Engagements und ausgehend von meinem übergeordneten skizzierten Bild für Tesla mit Ziel dann Markierung neuer Allzeithochs über 1000 und vielleicht sogar dann in den kommenden Monaten Push Richtung 1500 Dollar. So. Also, mal ganz kurz hier zeigen, was ich mit starker Performance meine. Wir hatten einen Gap Up am Freitag, genau. Am Freitag hier, Gap-Up, dieses auch gehalten, konnte gehalten werden. Wir haben kontinuierlich den gesamten Handelstag oberhalb von volumengewichteten Durchschnittspreis gehandelt und sahen nach einem recht starken Opening Drive hier und dann auch halten der 8,20er Marke, sahen wir eben weitere bullische Vorgaben, die uns über 8,30 geführt haben. Das war in der ersten Hälfte des Handelstages. Also das heißt, man kann hier am Zeitstempel erkennen, 17:30 Uhr, da wurden bis dato die Tageshochs da markiert und dann kam es zu einer langen gezogenen Seitwärtskonsolidierung bis in die zweite Hälfte des Handelstages. Kurz 21 Uhr war es dann, kam es hier zu einem Break über dieses Konsolidierungshoch. Das war 8,32 bzw. dann hier die 8,34er Marke. Und dann kam es eben zu einer, ja, zu einem richtigen Chasing in den Schluss hinein des Handelstages bzw. der Handelswoche insgesamt. Also das heißt, da kam dann so ein FOMO-Gedanke auf, so eine Fear of Missing Out an dieser Stelle. Oh weia. Ich sehe gerade, dass hier vielleicht gerade der Stream ein bisschen hakt. Muss mal ganz kurz hier gucken. Okay. Ist ein bisschen ungünstig. Ja. Also sollte die Aufzeichnung nicht betreffen. Das so viel kann ich an der Stelle eben sagen. Also, es kam dann hier so einem richtigen Chase in den Abend hinein und eine unglaublich stark bullische Performance eben hier, die wir zu sehen bekommen haben. Und potenziell ein Antizipieren sehr, sehr starker Earnings. Also das heißt, was der Markt gerade zu tun scheint, ist, dass er eben einen sehr, sehr starken Earnings Release vorwegnimmt. Was aber nicht überrascht. Also der Earnings Release, der sollte wirklich auch erwartet werden, dass er sehr stark ist. Nach den jüngst veröffentlichten, das war am 2. Oktober, eben zum Delivery Numbers, nach den Zahlen zu den ausgelieferten Fahrzeugen, ausgelieferten Teslas, die neue Rekordhochs markiert haben. Wir haben auch eine sehr, sehr starke Zahlen dann aus China zum Beispiel zu sehen bekommen, hier in diesem Zusammenhang, wo man die Konkurrenz NIO, Li, XPeng eben auch deutlich in den Schatten gestellt hat. Und also wie gesagt, wir haben am Mittwoch nachbörslich eben entsprechende Zahlen. Das derzeit von mir favorisierte Szenario im Hinblick auf Tesla, nach diesem jetzt auch deutlich ausmachbaren Chase und diesem Fear of Missing Out Gedanken, ist tatsächlich, dass ich sage, ich könnte mir vorstellen, dass wir hier vieles jetzt positiver Earnings beginnen vorwegzunehmen und dass wir dann ein klassisches sogenanntes Buy the Rumor, Sell the News Event zu sehen bekommen. Also das bedeutet, dass wir auf einen starken Earnings Release, vielleicht dann am Donnerstag ist es,
ein Gap höher zu sehen bekommen. Also über die bis dahin markierten Hochs eben entsprechend gappen, sofern wir die überhaupt jetzt verteidigen können. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Wir greifen jetzt schon ein bisschen in die Zukunft voraus. Wir haben heute Montag, Dienstag, Mittwoch. Also da kommen ja nochmal 2, 3 Handelstage, die da entsprechend eben einiges an Veränderungen auf den Weg bringen können. Und dass wir dann allerdings so diesen Rollover hier zu sehen bekommen und dann nochmal einen Pull-In, einen Rücksetzer, wo ich eben diese längerfristige Aufwärtstrendlinie in den Mittelpunkt des Geschehens rücken sehe. Also sollten wir den Bereich um 750, mal gucken, ob es überhaupt so weit reicht. Das ist, also wir müssen an der Stelle mal überlegen, wenn wir von $850 laufen, ich rechne das mal ganz kurz aus, wir reden hier von einer $100-Korrektur, das ist eine Korrektur von mehr als 10%, 11%, 12% fast. Das scheint recht groß, also ne, das bedeutet, also wir müssen erstmal abwarten, vor allem im Hintergrund dieses Wachstumsausblicks, ob da überhaupt in solch einem Growth-Titel eine solch tiefe Korrektur wirklich realistisch ist. Aber ich sag mal, der Bereich 750 bis 770 auf der Unterseite scheint mir grundsätzlich sehr, sehr interessant für längerfristige Long-Engagements und wo ich mir wirklich vorstellen kann, dass wir gegen diesen Bereich dann wieder deutlicher aufdrehen und dann eben in den kommenden Monaten hier den entsprechenden Run-Lauf in Richtung der 900 und dem Push über dieses Level auf neue Allzeithochs, dann eben den psychologische Gefilde 1000er und dann in den kommenden 6 bis 9 Monaten Richtung vielleicht sogar $1,500 laufen. Dieses projizierte Kursziel übrigens auf der Oberseite, also dieses nochmal mindestens 50% Aufschlagspotenzial sehen, vorausgesetzt natürlich, die grundsätzlichen Marktbedingungen bleiben ruhig, ne? Also sollte klar sein, auch wenn Tesla aktuell hier eine unglaublich starke Performance in Relation zum breiten Markt präsentiert, ist Tesla natürlich immer noch an das übergeordnete Marktumfeld gebunden. Sollten da jetzt irgendwelche Inflationssorgen sich plötzlich beginnen, galoppierend darzustellen, die Zinsen nach oben spiken, dann würde das natürlich nicht nur auf den breiten Markt durchschlagen, sondern auch auf eine Tesla an der Stelle. Aber was allerdings dann auch nichts daran ändern würde, dass wir längerfristig dennoch ein grundsätzlich sehr, sehr stark wachsendes Umfeld eben in Tesla vorfinden. Und aus dieser Perspektive, wie gesagt, mit etwas Geduld vielleicht, möchte man an der Stelle sagen, ist realistisch denkbar, dass wir ausgehend von den Niveaus hier, 750, vielleicht sogar eine Verdopplung innerhalb der nächsten, ich sag mal, gebe ich mir ein bisschen mehr Zeit, aber innerhalb der nächsten 12 Monate vielleicht sehen könnten. Und Tesla also in den dann ausgehend von den Marktkapitalisierungsniveaus eben Billionen US-Dollar-Club eben aufsteigt. Ja, das also in diesem Zusammenhang mit Tesla. Wie gesagt, dieses Szenario ist durchaus denkbar vor dem Hintergrund der jüngsten Price Action hier. Ist auf jeden Fall eine Aktie, die diese Woche mega heiß ist und die, wie gesagt, anstehenden Mittwoch eben nachbörslich Zahlen veröffentlicht. Donnerstag, zweite Handelswoche, sollten wir auf jeden Fall, oder für diesen Bereich, sollten wir vorab schon bereits einen Gameplan eben skizzieren, anhand dessen wir uns dann eben auf diesen Release eben positionieren. So, soweit erstmal zu Tesla. Dann wollen wir noch mal einen kurzen Blick werfen auf eine andere Aktie. Mal ganz kurz, habe ich noch gar nicht aufgerufen. Peloton. Die haben diese Woche zwar keine Earnings, aber ist charttechnisch ganz interessante Konstellation. Das mit dem Stream jetzt hier, das finde ich ja ein bisschen nervig, ehrlich gesagt, dass der wieder so hakt. So. Also, und zwar Peloton, ganz kurz vielleicht zur Erklärung, wer das überhaupt ist. Der ein oder andere wird schon vielleicht, hat vielleicht sogar eins zu Hause stehen. Ich will das aber ganz kurz mal hier zeigen. Also, das ist ein Unternehmen hier, welches interaktiv, besonders natürlich zu Zeiten Corona, Lockdown und dergleichen hier, einen riesen Zulauf gesehen hat. Das ist ein, darf man Sportartikelhersteller sagen? Passt das? Also, es ist ja schon ein Sportartikel an dieser Stelle. Ja, ich glaube, so könnte man es wahrscheinlich gut zusammenfassen. Es ist ein US-amerikanisches Unternehmen für Fitnessgeräte, ja, und Medien, das 2012, also noch relativ jung, gegründet worden ist. Und was eben in diesem Zusammenhang diese Fahrräder hier, die man sich zu Hause hinstellt und wo man dann über entsprechende mediale Programme mehr oder minder hier so eine Art Tour de France zu Hause fahren kann. Ja, das ist mal sehr plump gesprochen, aber nur, dass man die Idee dahinter hat. Hat natürlich einen riesen Zulauf gesehen, hat einen riesen Wachstumsausblick gehabt durch diese ganze Lockdown-Geschichte. Eben, wir haben hier, kann man es ja erkennen, wir haben einen
Das war nach Corona im März die tiefste Markierung um rund 20 Dollar. Wir haben da fast eine Verzehnfachung des Aktienpreises gesehen. Also fast Verzehnfachung, nicht ganz. Wir sind an der Stelle bis 170 gelaufen, aber nichtsdestotrotz von rund 20 Dollar ausgehend. Das ist schon ein Riesenlauf gewesen. Und da ist natürlich vieles an Wachstumsaussicht eingepreist worden, wo sich erstmal die Fundamentals haben entsprechend ran hangeln müssen, also an diesen Wachstumsausblick. Und es gab dann auch hier eingeleitet, das war dann zu Beginn des Jahres besonders dann beschleunigt, eben durch diesen Spike damals im Februar, März, den Zinsen und den Tech-Sektor, dieser schärferen Korrekturbewegung. Es gab da eben entsprechend einen Pull-in, der uns hier den Aktienpreis hat wiederum nahezu halbieren lassen, also Korrektur in der Größenordnung hier von fast 50%. Und jetzt wird es ganz interessant. Also wir haben diese Korrektur eingeleitet, also in der jüngeren Vergangenheit hier im Mai die Tiefs markiert, sind diese Tiefs jetzt nochmal angelaufen. Das ist so der Bereich um rund 80, rund gesprochen, und haben die halten können. Und das ist ganz interessant, weil das Halten dieser Region hier und dann auch, und das wird jetzt interessant, wenn wir in den untergeordneten Zeitebenen dann in diese übergehen. Wir sehen nämlich dann auch hier, wir hatten nach einem kurzen Push höher, einer relativ scharfen Gegenbewegung. Also man muss auch mal überlegen, wir haben hier von 96, haben wir innerhalb kürzester Zeit, haben wir einen Push auf der Oberseite von über 20% gesehen. Haben wir eben jetzt dann nochmal einen sehr, sehr starken Abwärtstrend mit Markierung neuer Tiefs und auch Flash oder Fall unter die 100er-Marke eben nach sich gezogen. Aber, und jetzt kommt's, wir haben eben diese Abwärtsstruktur jetzt brechen können. Also nicht dynamisch, nicht mit einem riesen Bounce, aber nichtsdestotrotz haben die Bären so ein bisschen, in Anführungsstrichen, den Vorteil verloren. Und was wir jetzt hier zu sehen bekommen, ist seitdem eigentlich eine Konsolidierung seitwärts mit auch wiederum einem kleinen Level. Also das heißt, diese Tiefs, die sich ausgebildet haben, die haben wir halten können, die 80er-Region, hat jetzt eine neue potenzielle Schlüsselregion hervorgebracht. Der Bereich liegt ungefähr so um 84, Pi mal Daumen. Und jetzt wird es eben, ich finde, ganz interessant, denn wir haben hier eigentlich ein Level, gegen das wir riskieren können und wo wir auch ein ganz klares Szenario formulieren können, was wir sehen wollen. Wir wollen sehen, dass die 84 hält. Mal gucken, wie heute die Eröffnung reinkommt, ob wir die 84 halten können. Und wenn die 84 gehalten werden kann, dann haben wir eben hier gegen dieses Level vielleicht eine Möglichkeit, mit relativ kleinem Risiko in den Trade reinzukommen. Erstes Ziel ist dann die 87,50, 88. Wenn die bricht, wenn wir die rausnehmen können, dann sind wir bei 89,90 auf der Oberseite, die dann mit entsprechend dann auch Eroberung, entsprechend eben Bounce-Potenzial in Bereiche um die 100er-Region eventuell nach sich ziehen könnte. Getragen durch, und dann kommen wir nämlich zu den Earnings, die stehen allerdings jetzt noch nicht diese Woche an, sondern die Earnings, die sind hier am, ich zeige das mal ganz kurz hier in meinem Chart, das ist das recht schön dargestellt. Hier ist einmal Python, also das ist das Ticker-Symbol, und da kann man die Earnings sehen hier. Also die werden veröffentlicht am 4. November, ist also durchaus noch ein bisschen hin, aber nichtsdestotrotz durchaus etwas, wo vielleicht jetzt bereits gegen diese Region um die 84 bzw. die 80er-Region etwas übergeordnet einiges an Price-Action reinkommen könnte. Also das ist durchaus ein interessantes Trading-Vehikel hier, und da sollte man genauer mal beobachten, ob da vielleicht kurzfristig das Handelsvolumen eben entsprechend anzieht, ob da mehr Heißness reinkommt, in Anführungsstrichen, also ob dieser Titel vielleicht potenziell heiß betrachtet wird und dann vielleicht wieder in den Mittelpunkt der Marktteilnehmer rückt, die dann entsprechend eben darauf spekulieren, dass es zu einem Bounce kommt, der uns zurück in Richtung der 100er-Gefilde führt. Und das ist sicherlich auch rein tradingtechnisch attraktiv, weil wir müssen uns mal vor Augen führen, wir haben selbst bei einer Bewegung von in dem Fall nur 15 Dollar an dieser Stelle, haben wir eben einen Bounce in der Größenordnung, welche deutlich über 15, fast schon 20% beträgt. Also das heißt ungehebelt an der Stelle. Und das heißt natürlich, dass das aus Trading technischer Perspektive für uns durchaus sehr, sehr attraktiv sein dürfte, sehr, sehr attraktiv sein kann. Ja, also das noch zu einem anderen Einzeltitel, wie gesagt, Python. Die anderen Titel, denen widmen wir uns dann in dem Moment, wenn eben die Earnings released sind und wir dann entsprechend eben auch sehen, ob die Aktien am heiß sind oder heiß betrachtet werden. Eine Aktie, auf die wir aktuell sicherlich einen Blick werfen wollen, beziehungsweise weniger eigentlich auf die Aktie, sondern eher auf jenes Asset, was davon direkt betroffen ist, ist hier einmal Bitcoin. Also, das ist die News gewesen. Den Link dazu zu diesem Tweet findet ihr im Anschluss an das Video einmal hier unterhalb. Und zwar, Square is considering building a Bitcoin mining system based on custom silicon and open source for individuals and businesses worldwide. If we do this, we'd follow our hardware wallet model, built in the open, built
in the open, in collaboration with the community, first some thoughts and questions. Und dann macht er eben hier entsprechend einen Thread auf und da kann man sich das mal durchlesen, was Jack Dorsey da eben entsprechend hier zum Thema macht. Ganz kurz, ohne das zu sehr zu detailliert werden zu lassen hier an dieser Stelle. Es geht um ein Bitcoin-Mining-System, eben ausgehend von dieser auch hier von Square. Ganz kurz mal einen Blick drauf, was machen die eigentlich, wer ist das? Wir hatten die Aktie auch schon häufiger mal zum Thema gemacht, aber nochmal für diejenigen, welchen die jetzt hier nochmal reinschauen. Also man sieht es hier schon, Financial Service Company, das ist ein sogenanntes Fintech, das ist ein Zahlungsunternehmen an dieser Stelle. Mal kurz hier auf Deutsch den Wikipedia-Artikel, ich glaube, der hilft ein bisschen besser. Finanzdienstleistung und Mobile Payment Unternehmen, Hauptsitz San Francisco, CEO Jack Dorsey und Jim McKelvey ist es hier an der Stelle, 2009 gegründet, ersten Service im Jahr 2010 und Fakt ist auf jeden Fall einmal im Bereich Krypto durchaus aktiv und im Bereich Krypto an dieser Stelle eben auch einer der Vorreiter. Und dieser Mining-Gedanke, dass man da jetzt eben einen Zugang schaffen möchte für, in Anführungsstrichen, die breite Masse, das ist eine unglaublich weitreichende Entscheidung, beziehungsweise ist besonders brisant, in Anführungsstrichen brisant, vor dem Hintergrund eben der jüngsten Entwicklung, die wir hier in Bitcoin grundsätzlich sehen. Bis jetzt sind wir noch nicht auf neue Allzeithochs vorgestoßen. Wo habe ich denn Bitcoin eigentlich? Das Bitcoin. Bis jetzt sind wir zwar noch nicht auf neue Allzeithochs vorgestoßen, aber wir sind kurz davor. Also die 60.000er Marke haben wir erobern können. Wir haben schon hier gesehen, nach Eroberung eben dieses Levels, dort haben wir erkennen können, da kam schon einiges an bullischer Dynamik eben auf, die wir auch in den letzten Tagen eben hier schon gezeichnet haben. Und ich sage es ganz ehrlich, das von mir am Freitag skizzierte Szenario, ähnlich jenem hier, als wir auf neue Allzeithochs Anfang Februar vorgestoßen sind, mit einem sehr, sehr stark bullischen Break über die 65.000er Marke auf neue Allzeithochs, das ist dadurch nochmal zusätzlich befeuert worden. Ich glaube, das wird an der Stelle nicht wirklich viel helfen. Ich stelle mal ganz kurz hier den Twitch-Link ein. Ich lege gerade in der Chatbox, dass es mit dem Stream doch ein bisschen massiv hakt. Also hier ist einmal der Twitch-Link. Ich weiß wirklich nicht, was der Grund dafür ist, warum. Ich guck mal ganz kurz, warum hier der Stream so hakt, ehrlich gesagt. Moment. Nein. Also hier könnt ihr, was ich gerade mache, ist hier der Speed-Test. Ich teste hier gerade das WLAN, ob das irgendwie bei mir mit dem Internet zusammenhängt, aber das scheint ein internes Problem zu sein. Upload-Geschwindigkeit, ja. Nee, Upload müsste auch reichen. Das war nicht ganz die 10, die ich haben sollte, aber deutlich oberhalb von 8. Also das scheint hier ein internes Problem zu sein von der OBS-Plattform, die ich nutze. Das scheint irgendwie, ja, was auch immer der Grund ist. Vielleicht wird es besser jetzt in den Schluss hinein, also hoffe ich jedenfalls. Nochmal zurück zu Bitcoin. Wie gesagt, ich glaube, die Vorgaben sind weiterhin ganz klar bullisch. Und ich glaube, wir stehen hier vor einem sehr, sehr dynamischen Bruch höher, der dann auch vor dem Hintergrund dessen, was gerade im Bitcoin-Bereich stattfindet, ein ziemliches, ein sogenanntes Chasing-Umfeld nach sich ziehen könnte. Also, ich mache mal kurz Folgendes. Übrigens, ich sehe gerade, das ist ein 30-Minuten-Chart. Ich möchte hier vielleicht eine Stunde haben. Das ist ein bisschen mehr. Also ich glaube, wir haben hier potenziell sehr, sehr starkes Breakout-Potenzial auf der Oberseite, sofern wir über 65.000 dann eben brechen sollten mit neuen Allzeithochs, weil dann eben auch viele Momo-Trader in Anführungsstrichen, also Move oder Momentum-Move-Trader an dieser Stelle, also Momentum-Trader auf den Plan einfach springen und dann eben hier weitere Nachfrage in den Markt kommt, die uns sehr, sehr dynamisch über diese Hochs eben katapultieren dürfte. Und solche News, die halt jetzt auch das Fundamental mittragen und die breite Masse in Anführungsstrichen ansprechen, solche Tweets von eben an der Stelle hier Jack Dorsey, wie letzte Woche Freitag mit diesem Mining System, welches eben an der Stelle jetzt einer breiten Masse zur Verfügung gestellt werden soll im Zusammenhang mit Square, das zeigt ja auch, dass die Akzeptanz von Krypto-Payments bzw. Bitcoin an dieser Stelle, dass die zunehmend immer größer wird. Und dass in dieser Konstellation einfach mal
grundsätzlich hier einfach diese Bewegung eher gekommen ist, um zu bleiben, gegen jetzt in dem Fall dann wiederum diese Juli-Tiefs, die wir hier um 30.000 Dollar ausgebildet haben. Und der grundsätzlich bullische Modus, der bleibt im Bitcoin hier so lange gegeben, wie wir diese Trendlinie eben halten können. Also sprich, das günstigste Szenario hier an dieser Stelle wäre, dass wir vielleicht einen Pull-In zu sehen bekommen, dass wir nochmal die 60.000er Marke vielleicht anlaufen, vielleicht ein kleines Überschießen sehen in dem Bereich, aber trotzdem gegen diese Region uns dann eher long positionieren sollten, auch relativ klare Level eigentlich haben, gegen die wir riskieren können. Also ich möchte zum Beispiel an der Stelle nicht mehr long sein, sofern wir diese Trendlinie brechen. Das wäre dann eben hier in dem Fall die 58,7 wahrscheinlich, 58,5 aller spätestens, wo ich meinen Stop eben tatsächlich hätte und wo ich allerdings hier diesen Trade auch aufsetzen würde mit einer ganz klaren Idee, die ich habe, nämlich, dass wir einen Break auf neue Allzeithochs und entsprechendes Chasing und entsprechend eben so einen ähnlich dynamischen Break zu sehen bekommen, wie wir den hier damals im Februar zu sehen bekommen haben, als wir über die 40.000er Marke gebrochen sind und dann im Hoch hier bei über 46.000 Dollar gehandelt worden sind. Also das waren nochmal Aufschläge von 10%. Das entspräche hier, wenn solch ein Szenario sich wiederholt, entspräche das einem Bitcoin-Preis von über 70.000 Dollar nach einem entsprechenden Breakout auf neue Hochs eben an dieser Stelle. Und das ist eben durchaus etwas, was derzeit ziemlich interessant sein dürfte und was definitiv einen Blick wert ist. Neben Bitcoin, das könnte dann so der in Anführungsstrichen Windschattengeber sein, auch für andere eben Kryptowährung, beispielsweise Ethereum. Ich persönlich muss gestehen, ich bin kein also fundamentaler Experte, aber das, was ich über Krypto gelesen habe, scheint mir Ethereum rein fundamental, eventuell sogar noch ein bisschen vielversprechender, ausgehend von seiner auch seiner Blockchain-Technologie und der Methode, wie eben hier Blocks in die Kette eingefügt werden. Das scheint mir durchaus ein Szenario zu sein, welches eben an der Stelle fairer ist, beziehungsweise langfristig vielleicht nachhaltiger ist. So will ich das mal hier an der Stelle bezeichnen. Aber wie gesagt, ich bin kein Experte, aber ich habe es jetzt auch schon so an zwei, drei Stellen gelesen, auch im sozialen Medien eben, dass einige, die sich halt im Bereich Bitcoin positionieren, die diese Entwicklung natürlich wahrnehmen, dennoch immer den Verweis geben, dass eventuell Bitcoin an dieser Stelle früher oder später von Ethereum outperformed wird. Also das ist durchaus etwas, was man hier im Hinterkopf haben sollte und was vielleicht auch ein bisschen erschwinglicher ist. Also wenn ich mir überlege, ein Bitcoin kostet mich über 60.000 Dollar aktuell, hier Ethereum an dieser Stelle, da habe ich eben derzeit nur einen Preis, in Anführungsstrichen nur von 3.800 Dollar. Aber nichtsdestotrotz, also wir haben hier vielleicht nochmal so einen potenziellen Geheimkandidaten an der Stelle, wo wir ähnlich bullisches Potenzial auch freisetzen, sofern wir die 4.000er Marke eben rausnehmen können und sofern wir auch hier übergeordnet in Ethereum dann, zack, diese Trendlinie in der Lage sind eben zu halten. Also solange wir diese Region halten können, ich würde mal jetzt rund sagen, ungefähr so 3.200, 3.300 Dollar, sind die Vorgaben auch hier für Ethereum weiter ganz klar bullisch und eher früher als später ist damit zu rechnen, dass wir auf neue Allzeithochs eben vorstoßen. Ja, so, das also noch für den Krypto-Bereich an dieser Stelle. Ich hatte zu Beginn versprochen, noch einen Blick zu werfen, hier natürlich auf die Entwicklung in Silber. Kommt so ein bisschen hakelig ins Laufen. Machen zunächst Gold und dann gehen wir auf Silber. Also, was auch immer diesen Pull in dieses Überrollen jetzt hier gegen die 1800er Region nach sich gezogen hat, ich muss ganz ehrlich gestehen, mir scheint, als wenn dieser und hier kann man es auch übrigens erkennen, also wir haben diese Bewegung ja auf der Unterseite noch weiter beschleunigt eben tatsächlich. Also diese Herangehensweise sind relativ einfache. Wenn ich plane, ein Trade aus einer Korrektur auf den Weg zu bringen, dann möchte ich eben sehen, dass die Bären an der Stelle nicht mehr in Control sind. Also das heißt, dass die einfach hier verlieren an Triebkraft, so nenne ich es mal. Und jetzt an dieser Stelle ist es eben so, dass wir erkennen können, wir haben bis dahin, jedenfalls hier, das war am Freitag, als wir es zum Thema gemacht hatten, in Gold diesen Rollover und diese Dynamik auf der Unterseite, wir haben nicht einen Versuch angestellt, hier in irgendeiner Weise eine Korrektur auf den Weg zu bringen, beziehungsweise eben bullisches Momentum aufzunehmen. Das war also an der Stelle überhaupt kein Umfeld, in dem Long-Engagements irgendwie ein Thema waren, beziehungsweise, wir werden es gleich sehen, bei Silber habe ich zum Beispiel einen Long auf den Weg gebracht gegen die 23.20, wie früh es im Morning-Meeting thematisiert, nochmaliger Versuch mit Stop unterhalb der 23. Der Trade ist auch erstmal weiterhin aktiv. Aber nichtsdestotrotz, an der Stelle ist die Gesamtstruktur eine andere. Also das heißt, hier in Gold sieht es aktuell alles andere als
günstig aus. Wir haben jetzt hier nochmal Schwierigkeiten gehabt, diese Trendlinie rauszunehmen. Also wir sind fast punktgenau gegen diese abgeprallt. So, also die kann ich eigentlich mal rausnehmen hier. Demnach würde ich vielleicht davon sprechen, dass wir hier grundsätzlich eine technische Reaktion gesehen haben. Und jetzt haben wir allerdings auch ein ganz klares Szenario, was wir sehen wollen. Einfach, wenn wir 1750 halten können, also das heißt hier unten, das ist meine Inflection, an der ich mich immer noch orientiere. Ich möchte an der Stelle jetzt einfach sehen, dass wir zügig gegen diesen Bereich wieder aufdrehen, dass wir die 1800 rausnehmen, diese Trendlinie brechen und dann folglich den Weg ebnen in Richtung hier der 1835, 1000, ja, 1830, 1835er Region. Das ist das klare Szenario, was ich jetzt will. Gelingt es nicht, die 1800 rauszunehmen, besteht, besonders wenn wir unter die 1750 eben rutschen, hier jederzeit erneut das Risiko, dass wir Richtung 1722 bzw. in Richtung der 1680er Region nochmal Bereich um die Jahrestiefs hier eben entsprechend verkauft werden. Gold ist, wie gesagt, weiterhin eher relativ schwach. Die Situation stellt sich bei Silber ein bisschen günstiger dar, weswegen ich mich auch eigentlich noch wohlfühle in dem Long Trade. Aber nichtsdestotrotz möchte ich aber auch da sehen, dass diese Trendlinie, an der wir jetzt zunächst gescheitert sind, wie man hier oben erkennen kann, natürlich, dass wir diese früher oder später dann auch zügig brechen können. Zeig das mal ganz kurz. Also, das Szenario, was wir am Freitag ja hier thematisiert hatten. Also wir ändern uns nochmal ganz kurz. Ich hole nochmal ganz kurz ein bisschen aus. Flush unter die 22, Stabilisierung, das war in den letzten Quartalsschluss hinein. Gegenbewegung, Konsolidierung oberhalb von 22, hat mich dazu veranlasst, hier gegen die 22,30 war es ungefähr ein Long Trade auf den Weg zu bringen, der dann auch zunächst anlief, wo wir dann hier diesen Spike sahen, das war auf die Non-Farm Payrolls an dieser Stelle. Ich habe eine Teilgewinn mit mal auf den Weg gebracht. Hier in diesem Trade bin ich ausgestoppt worden. War sehr ärgerlich, weil wir sehen, also fast punktgenau ausgestoppt worden, nachdem ich den Stop auf Break-Even nachgezogen habe, beziehungsweise leicht unterhalb dieses Niveaus einfach schlichtweg sinnvollerweise, denke ich, aus Marktpreis-Action-technischer Perspektive nachgezogen habe. Und dann sehen wir eben hier den Bruch über die 23 zurück und das Erobern dieser NFP-Hochs. Und das ist dann die Region, gegen die ich mich long positionieren möchte, weil das ein klares, starkes Signal ist. Also das ist ein potenzieller Flushout und jetzt geht es halt darum, auf sinnvoller Basis einfach einen Re-Entry an der Stelle auf den Weg zu bringen. Und ich hatte am Freitag dann gesagt, sollten wir diesen Bereich nochmal antesten um 23:20, dann hast du auch ein klares Level, gegen das du riskierst. Das ist dann ungefähr die 23er Region, beziehungsweise leicht runter. Ich habe hier meinen Stop um 22:90, hoffentlich hält er dieses Mal. Und bin dann hier gegen diesen Bereich, bin ich eben long. Dann gab es diese leichte Übertreibung, dieses leichte Überschießen am Freitag. Und da dachte ich mir schon so, mal gucken, wie sich das jetzt ausgeht. Wir haben dann allerdings die 23 sehr deutlich halten können und hier deutlich oberhalb eben der 23,20 schließen können. Das war jetzt ein erstes positives Signal. Jetzt braucht es aber dennoch natürlich eine Eroberung der 23,40 beziehungsweise dann auch ein Bruch hier der 23,50 und dieser Trendlinie, um weiteres bullisches Potenzial zunächst Richtung 24 und dann darüber auch Richtung 25 freizusetzen. Und diesen Treiber, naja, den finden wir aktuell eben, wie gesagt, nicht. Also derzeit stellt sich Gold weiterhin verhältnismäßig unspektakulär dar. Vielleicht auch begünstigt. Ich finde diese Diskussion immer so ein bisschen schwierig, aber ja, ich lese es gerade, genau. Das ist jetzt gerade was ein Thema ist. Goldschenk schreibt es hier bei Twitch. Bei Bitcoin kommt ja auch noch die Info von der SEC, ob dieser Bitcoin-ETF für die Nasdaq genehmigt wird. Also da sind wir schon relativ weit vorangeschritten. Das heißt also, dass es bald einen börslich gehandelten Fonds, einen Exchange-Traded Fund gibt, der eben es ermöglicht, dann in Bitcoin zu investieren, ein nächster Schritt in Richtung vielleicht auch Regulierung dieses Marktes und mehr Kapitalströme eben tatsächlich dann auf sich konzentriert, früher oder später. ETFs sind ja an der Stelle durch eben die börsliche Komponente natürlich dann auch eben ein Vehikel für beispielsweise Portfolio Manager. Die haben vielleicht ausgehend von den jeweiligen Verträgen, die sie mit den Kunden haben, beziehungsweise der Struktur, die der jeweilige Portfolio Manager eben innerhalb seines Produktportfolios hat, nicht die Möglichkeit, direkt in Bitcoin zu investieren. Genau. Genauso wie physische Goldpositionen beispielsweise nicht aufgebaut werden können. Aber du hast dann die Möglichkeit, über solch ein ETF, also über einen in Anführungsstrichen Papiermarkt, hast du eben die Möglichkeit,
entsprechend eben dann solche Investments für deine Anleger zu schaffen, beziehungsweise einen Zugang für potenzielle Investoren zu schaffen. Jetzt muss man natürlich an der Stelle auch ein bisschen aufpassen, also weil wir haben dann ein reines Papierprodukt, ist das auch wirklich unterlegt mit entsprechenden Bitcoin? Das ist natürlich die Grundvoraussetzung, das ist eine ähnliche Konstellation wie beispielsweise mit dem GLD oder mit dem SLV, also GLD ist der Gold-ETF, beziehungsweise SLV ist der Silber-ETF. Du hast dann an der Stelle einfach ein Papiermarkt, wo gesagt wird, ja, es ist unterlegt, aber es ist im Grunde genommen nicht real mit dem Wert unterlegt, sondern einfach mit Etiketten, die man umetikettieren kann, innerhalb dann eben eines, weiß ich nicht, ja, Portfolios beziehungsweise einer Goldsammelstelle oder wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte. Das ist also durchaus etwas, was so ein bisschen natürlich besonders bei Bitcoin-Puristen wahrscheinlich nur ein müdes Lächeln nach sich ziehen wird. Mal schauen, wie man das da handhabt, ob es da vielleicht dann auch in Anführungsstrichen physisch unterlegte Bitcoin-ETFs früher oder später geben wird, dass das jetzt der erste Schritt in diese Richtung ist. Aber es ist unabhängig davon natürlich etwas, dadurch wird es heiß, das Thema, dadurch kommt es in die Medien, dadurch wird es eben, ja, dadurch zieht es Interesse auf sich und es sorgt eventuell auch für Kapitalreallokationen. Jemand, der beispielsweise dann aus dieser Perspektive einfach sagt, na, warum soll ich denn hier in Gold oder in Silber, in klassischen alten, in Anführungsstrichen, Investmentform eben investieren, wenn sich doch eine tolle Möglichkeit hier bietet, auch mit wesentlich größerer Performance Aussicht eben beispielsweise im Kryptobereich und dann hier ganz besonders Bitcoin. Und genau das könnte dann vielleicht auch der Grund sein, warum es hier einfach so schwer ist, gerade für Gold oder auch Silber bullisches Momentum eben aufzunehmen, neben der technischen Konstellation. Aber vielleicht will Gooding auch einfach Weile haben. Und wie gesagt, gegen die 23 können wir hier einfach ein interessantes Level finden derzeit. Und wir haben klare Level. Wir wollen den Break der 23,40, 23,50 sehen, Bruch dieser Trendlinie. Darüber, wie gesagt, könnte dann oder wäre der Weg für weitere Aufschläge eben tatsächlich frei. Neben dieser Entwicklung rund um Bitcoin natürlich weiter auch hier der Zinsmarkt, der eine ganz wesentliche Rolle spielt. Ich will das mal ganz kurz hier vielleicht zeigen. In meinem Chart. Und zwar hier. Natürlich aktuell, das ist auch etwas, was vielleicht dann Gold oder auch Silber hier an die Kette legt, nämlich die aktuelle Performance, die hier 10-jährige Zinsen eben vollziehen oder auf den Weg bringen. Wir konsolidieren weiter oberhalb von 1,6%. Das ist durchaus etwas, was natürlich an dieser Stelle jetzt eher für Abgabedruck in Gold, Silber eben resultieren könnte. Sollten wir hier über 1,64% laufen, dann wäre da nicht nur der Weg Richtung 1,7% frei, also folglich bärisches Potenzial, was im 10-jährigen Zinsen freigesetzt würde, sondern das wäre auch eher etwas, was dann weiter den Gold- bzw. Silberpreis unter Druck bringen könnte. Also in diesem Zusammenhang sollte dieser Break hier höher stattfinden und wir jetzt nicht erneut überrollen, wäre denkbar, dass wir in Gold eher nochmal das bärische Szenario sehen, unter 57 fallen, 680 in den Mittelpunkt des Geschehens rückt, beziehungsweise in Silber dann unter die 23 rutschen würden. Das wäre natürlich etwas, was ich gerne vermieden sehen würde, aber nichtsdestotrotz, was eine Option darstellt. So, ja, das also noch zu Silber und zu Gold an der Stelle. Wie gesagt, Wirtschaftsankalender heute relativ dünn, auch die kommenden Tage. Hauptfokus liegt da ganz klar auf den Earnings Releases, tatsächlich global makroökonomisch. Die nächsten Big News, die anstehen, wahrscheinlich erst Anfang dann November mit Arbeitsmarkt und dergleichen. Alles Weitere, wie gesagt, vielleicht basierend auf irgendwelchen Notenbanker-Kommentaren beispielsweise. Wenn überhaupt. So, nunmehr, ja, nunmehr, das wär's dann für Gold, Silber eben an der Stelle gewesen. Gucken wir mal ganz kurz hier an der Stelle auf den Devisenmarkt. Werfen da mal kurz einen Blick drauf. Hier sehen wir weiter eine unspektakuläre Performance. In dem Fall jetzt hier fällt es schwer, an der Stelle im Euro-US-Dollar zurück über die. Vielleicht das übergeordnete Bild noch ein bisschen interessanter. Fällt es einfach schwer, diese 1,16er Marke zurückzuerobern. Auch ein klassischer ehemaliger natürlich Unterstützungsbereich, der jetzt zu einer neuen Widerstandsregion wird. Ist eigentlich ein klar bärisches Signal, was wir jetzt hier sehen. Die Trendstruktur ist zwar jetzt erstmal gebrochen, aber nichtsdestotrotz ein erneutes Überrollen gegen den Bereich ist denkbar. Und spätestens, wenn wir eigentlich unter die 15,50 rutschen und unterhalb schließen, unterhalb konsolidieren, ist sehr wahrscheinlich, dass wir in Richtung und auch unter die 1,15 fallen. Dann ist relativ zügig eigentlich der Bereich so um 1,14. Das nächste, das ist der Bereich so Corona-Übertreibungshochs hier, dieser Spike höher, beziehungsweise hier diese kurze Konsolidierung im Juni letzten Jahres. Das ist die 1,14er-Region potenzielles Ziel und darunter dann vielleicht der 1,12er-Bereich, also für das übergeordnete Bild. Ich gehe weiter davon aus, dass der Euro gegenüber dem US-Dollar
eher unter Druck bleiben sollte. Und dass wir in den kommenden, ich sag mal so 12 Monaten roundabout, eher einen Euro deutlich unterhalb von 1,10 sehen wollten. Also ich möchte derzeit wirklich eher ungerne am Euro eben tatsächlich haben. Also beispielsweise in meinem Trading-Portfolio beispielsweise. Also durchaus eine Möglichkeit. Jetzt wird der eine oder andere sagen, na, will ich das wirklich traden? Man kann das auch anders umsetzen. Also Spekulationen im Devisenbereich zum Beispiel, dass man ein Handelskonto einrichtet, welches beispielsweise in US-Dollar lautet. Das ist ein gleicher Trade. Wenn ich dann meine Euro darauf transferiere auf mein Handelskonto und dann eben in US-Dollar umtausche, dann ist das ja genauso ein Devisentrade, wie beispielsweise, wenn ich jetzt hier den Euro zum US-Dollar Short handle, unterhalb der 1,16er Region. Einfach mal so als Idee, wie man sowas umsetzen könnte. Ich habe zum Beispiel seit Jahresbeginn habe ich ein größeres Handelskonto in dem Fall, welches ganz besonders sich auf US-Equities Trading eben fokussiert, welches ich in US-Dollar aufgesetzt habe. Anfang des Jahres könnt ihr hier schauen, da haben wir notiert, das war im Januar um roundabout 1,23. Aktuell also liegt dieser Trade in Anführungsstrichen 700 Pips vorne, was dann auch ja, durchaus interessant ist, natürlich aus der Perspektive. Also, wenn ich das Trading-Konto auflösen würde jetzt und wieder meinen Trade zurück am abwickeln würde und dann das andere Konto auflöse und wieder einen Euro auf mein Girokonto irgendwie die Gelder überweise oder wie auch immer geartet, hätte ich dann hier aus dieser Perspektive entsprechend neben den Trading-Gewinnen hoffentlich, die angelaufen sind, hätte ich dann zusätzlich eben noch irgendwie entsprechende Devisengewinne, die ich verbuchen würde. Einfach mal so, einfach eine Idee, wie man sowas angehen könnte. Und warum sollte man das so angehen? Vielleicht den Gedanken noch kurz final zu Ende gebracht. Wieso sollte man das so angehen? Naja, weil eben die Devisen sich alles in allem weiterhin eher unspektakulär darstellen. Also die Strukturen hier, man schaut auf 5-Minuten-Basis vielleicht schon gar nicht mehr, aber auch hier auf der Stunde. Es gibt natürlich trendige Strukturen, ja, die sind erkennbar, aber es ist unglaublich zäh und braucht unglaublich viel Sitzfleisch, bis sich hier mal irgendwie irgendwo irgendwas in einer Größenordnung bewegt, sodass man sagt, jetzt kommt mal was ins Laufen. Und das ist das, wie gesagt, eine Möglichkeit wäre dann an dieser Stelle, sich eben auf actionreichende Märkte zu konzentrieren, aber diese beispielsweise dann in seinem Handelskonto zeitgleich durch einen entsprechenden Devisentrade, wie gerade geschildert, eben abzusetzen. So, das also noch zum Euro, US-Dollar. Britisch Pfund, können wir mal kurz auch einen Blick drauf werfen. Sieht zunächst danach jetzt aus, also wenn wir einen kurzfristigen Boden gefunden haben und diese Trendlinie hier oder diesen Trendkanal in der Lage sind zu verlassen. Also wir haben fast eigentlich punktgenau hier diese Struktur ausgezeichnet und nachdem es dann hier sich abzeichnete, dass British Pfund auf breiter Front unter Druck bleibt und dass eben hier allerdings dann dennoch die 1,33er-Region hat verteidigt werden können, ne? Ehemalige Hochs, das war kurz vor Corona, das war noch im Dezember 2019, das war eine Widerstandsregion, das waren die Jahreshochs aus dem Jahr 2000, nicht ganz. Nicht ganz, ein bisschen ein Stück weit noch im Dezember sind wir noch leicht drüber gedriftet. Aber das ist ungefähr die Region um die Hochs aus 2020. Und die haben wir hier halten können. Und jetzt kommt da eben eine Gegenbewegung gegen diesen Bereich zustande. Kurze Konsolidierung, Gegenbewegung, Konsolidierung, Break, können dann die 1,36 halten. Wird eventuell potenziell gerade dadurch getragen, diese Entwicklung, diese Gegenbewegung, auch dieser Ausbruch dann aus dem Trendkanal, der uns in Richtung der 1,39 bzw. im britischen Pfund zum US-Dollar in Richtung der 1,40er-Region führen könnte, wird vielleicht gerade getragen durch die Spekulation, dass sich auch hier hinsichtlich der Bank of England ein eher restriktiverer geldpolitischer Kurs vielleicht abzeichnet. Also jetzt könnten wir das natürlich jetzt mal zurück nochmal übertragen auf den Euro. Dieses skeptische Bild für den Euro, das macht sich auf breiter Front bemerkbar. Gegenüber dem US-Dollar sowieso, der im derzeitigen Umfeld infolge Taper-Spekulationen und der weiter noch relativ doch stark anmutet, aber selbst britisch Pfund oder nicht selbst britisch Pfund, sondern britisch Pfund kann sich gegenüber trotz dieser US-Dollar-Stärke hier gegenüber dem US-Dollar behaupten und zwar deutlich behaupten. Wir reden hier immerhin davon, dass so eine Gegenbewegung von über 300 Pips innerhalb jetzt hier der letzten roundabout 2,5, 3 Wochen herauskristallisiert worden ist. Und diese relative Stärke, die britisch Pfund hier hat, die führt uns dann dazu, dass wir eben sagen, britisch Pfund, US-Dollar scheinen definitiv bessere Häfen zu sein, in die wir derzeit uns hier positionieren wollen, als Euro eben offensichtlich. Also das heißt, und das wird sicherlich auch getragen durch den derzeit politisch unsicheren, die politisch unsichere Situation, die sich darstellt. Ja, sicherlich, das geht jetzt schneller, als man dachte, im Hinblick auf diese Ampelkoalition hierzulande. Sondern noch abzuwarten, wie viel Substanz eine solche Koalition eben tatsächlich hätte. Ja, man kann irgendwie
Ich hab jetzt gestern, was war denn das? Das war, glaube ich, bei Bild. Die machen immer so ein Event, ne? So die richtigen Fragen heißt das. Die haben ja jetzt auch so einen Fernsehsender. Also ich sehe das ab und an. Das läuft bei mir bei YouTube ein. Deswegen da ganz kurz, wie ich darauf komme. Das ist nicht so, dass ich den Sender da abonniert hätte oder dergleichen. Aber der Lindner in dieser Fragerunde, in der Frage, die ihm gestellt wurde, jetzt im Hinblick auf die Aufhebung auch dieser epidemiologischen Notlage oder auf der ja dieser ganze, in Anführungsstrichen, Corona-Wahnsinn und diese ganzen Regeln, Gesetze und was weiß ich nicht, was alles fußen, über die ja Ende November abgestimmt wird, da wurde jetzt ganz konkret gefragt, wie denn da die Position der FDP ist als Freiheitspartei, ja, innerhalb dieser Regierungskoalition. Und wenn man sich dieses Interview anschaut, dann kann man besonders eins erkennen, da ist nicht ein Funken an Plan oder Willingness, diese aufzuheben, diese Notlage. Aus welchen Gründen auch immer. Aber grundsätzlich scheint es dann durchaus vielleicht hier schon ablesbar, dass wir ein weniger freiheitlichen, ein fre weniger freiheitlichen Grundaspekt innerhalb einer solchen Koalition zwischen Rot, Grün und FDP eben tatsächlich dann erwarten sollen. Das mache ich deswegen zum Thema, weil das nämlich grundsätzlich etwas ist, was für Deutschland insgesamt aus wirtschaftlicher Perspektive wenig Fortschrittliches oder Günstiges bedeutet. Das wiederum ist etwas, was ausgehend vom Umstand, dass Deutschland immer noch die größte Volkswirtschaft der Eurozone ist, auf den Euro negativ sich auswirkt. Und dann haben wir ergänzend dazu noch die Aussicht und potenzielle Unsicherheit im Hinblick eben auf die anstehende Wahl in Frankreich nächstes Jahr, bei der Emmanuel Macron eventuell auch einiges an Gegenwind eben erwarten darf und wo vielleicht dann auch dann die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist, dass sich eine eurokritische Ministerpräsidentin ist es dann an dieser Stelle, eben, und zwar Marine Le Pen eben herauskristallisiert als mögliche Wahlsiegerin, was dann alles in allem den Ausblick für die Eurozone insgesamt innerhalb der nächsten 12, 18 Monate sehr, sehr sicher erscheinen lässt. Bedeutet, dass der Ausblick für den Euro insgesamt eher auch unter Druck bleibt, also aus dieser Makroperspektive dann, während sich die Situation in Großbritannien beginnt, ja, ich sage mal in Anführungsstrichen, zu normalisieren. Oder nicht nur hier die Situation aus politischer Perspektive stabiler darstellt, sondern ergänzend dazu vielleicht auch der geldpolitische Kurs seitens der Bank of England einfach restriktiver ist. Einfach in Relation zum Kurs der EZB bedeutet, lange Rede, kurzer Sinn, dass einfach British Pfund aus dieser Perspektive bullisches Potenzial oder Outperformance-Potenzial gegenüber dem Euro hat, welches sich hier vielleicht schon jetzt beginnt bemerkbar zu machen und weswegen dann eben der Euro eher Short gegenüber British Pfund bzw. US-Dollar einzuschätzen bleibt. Ja, das noch ganz kurz als Abschluss für den Devisenbereich. Und das wäre soweit auch tatsächlich dann für heute meinerseits gewesen. Jetzt hoffe ich mal, es sieht hier auf jeden Fall danach aus, als wenn jetzt der Stream wesentlich stabiler sich darstellt. In den Schluss hinein, allerdings zwischenzeitlich werden wahrscheinlich zwei, drei sich schon verabschiedet haben und hier den Ausführungen meinerseits eher bei Twitch folgen. Ja, wie gesagt, hier scheint es auf jeden Fall stabiler zu laufen, sauberer zu laufen. Also das auch in Zukunft vielleicht als Tipp. Ich habe den Link in die Chatbox gestellt. Wenn ihr hier bei YouTube irgendwie Schwierigkeiten habt oder dergleichen, geht gerne mal drüber auf Twitch. Da wird genau der gleiche Stream läuft da ab. Ich nutze hier eine sogenannte Split-Lösung, eben über eine externe Software, damit das auf YouTube und Twitch zeitgleich gestreamt wird. Ja, das soweit meinerseits, wobei das ja eigentlich wiederum unabhängig eigentlich sein sollte hier von der Internetverbindung, aber wie auch immer. Soweit meinerseits zum Wochenschluss. Also, DAX, S&P, schauen wir mal, Korrektur könnte sich abzeichnen, Vorgaben seitens der US-Märkte eher bullish. Gold, Silber aktuell eher verhalten, hoffentlich bullisch, möchte ich sagen. Hoffentlich deswegen, weil ich ja in Silber jetzt nochmal einen Long-Versuch gestartet habe. Oder dem ich natürlich gerne sehen würde, dass der anläuft. Tesla nachbörslich am Mittwoch im Mittelpunkt des Geschehens, durchaus im Blick wert. Sehr, sehr starke Performance, aber ein potenzielles Übertreiben vielleicht derzeit auf der Oberseite das noch. Was haben wir noch? Tesla, Netflix, morgen nachbörslich, also alles in allem hier nochmal kurz der Blick auf den Earnings-Kalender. Heute bleibt es noch verhältnismäßig ruhig, aber man sollte sich gut überlegen, ob man sein geistiges Kapital bindet an irgendwelchen Trades, die marginal sind. Da könnten sich durchaus noch einige sehr, sehr wesentlich klarere Trades eben herauskristallisieren in den kommenden Tagen infolge der einsetzenden Earnings-Season.
Und ja, soweit wäre es das meinerseits gewesen. Wir hören uns wieder morgen zum Morning Meeting 10:30 Uhr gemeinsam hier mit Markets. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen erfolgreichen Start in die Handelswoche. Happy Trading, passt auf eure Stops auf. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren natürlich. Lasst gerne ein Like hier, wenn euch das Video gefallen hat. Wie gesagt, Kommentare unterhalb des Videos jederzeit gerne, auch zu noch zu betrachtenden Märkten. Blicken wir gerne drauf. Ich würde mich freuen, da von euch zu lesen und von euch zu hören. Und ja, soweit also meinerseits. Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann und tschüss.